Ja. Das Lichtlein anzünden. Okay. Lilas, geh auf! Lilas! Wo zum... Was zum... Lang. Oh, Geralt! Hier irgendwo. Ah, hier. Ist sie ja. Geralt, tu doch was! Sie kommen aus diesen Löchern! Wirk ein Zeichen! Wirf Bomben, tu was! Ganz ruhig, das sind nur Ratten. Ich hasse. Lilat, geh auf! Lilat! Mach sie weg! Ratten. Wenn es nur das ist. Wir können auch hier mal irgendwie. Achso, da ist der. Weißt du, was für Krankheiten die übertragen? Zeig mir, was du zu bieten hast. Widerlich. Kämpfen wir jetzt wirklich gegen Ratten? Widerlich. Mach sie weg. Gibt's hier irgendwo ein Rattennest oder was ist hier los? Ich glaube, wir müssen hier mal das Rattennest finden. Wo immer das ist. Widerlich. Rattennest, Rattennest, Rattennest. Ist das dein Ernstspiel? Oh, okay, die kam von da oben. Und die kommt von dort. Was muss ich tun, damit hier... Mach sie weg. Ja, wie viele sich denn, wie viele Heere von Ratten sich noch töten? Bitch. So eine starke Hexerin. Und Angst vor ein paar Ratten. Vernichte, mach sie weg. Vernichte sie, ich bitte dich. Ja, gerne, aber können wir das irgendwie das Problem lösen irgendwie? Oder ist, müssen wir hier noch 150 Ratten töten? Gibt es eine baldige Lösung des Problems oder? Ich meine, wir können ja auch noch eine Stunde rumstehen und Ratten töten, aber. Ja, ich mach sie weg. Gibt es da nicht eine effektivere Variante, als mit einem Schwert gegen Ratten zu kämpfen? Ich frage ja nur. Ich frage für einen Freund. Gedankenbeeinflussung auf die Ratten vielleicht. Mach sie weg. Wenn sie vielleicht verbrennen irgendwie oder... Ist doch gut. Ah, widerlich. Hier oben vielleicht irgendwie was. Hier wird was angezeigt, orange. Widerlich.
Ja, das mag ja sein, aber... Ein Rattennest hier irgendwo, oder? Das scheint mir fast so hier. Können wir da vielleicht mal irgendwie drauf wirken? Oder, jetzt komm! Jetzt scheitert Geralt an... Was ist hier los? What the hell? What dunkel? Widerlich. Zerstören. Also ja hier. Ja, dann mach doch. Das ist nicht die richtige Bombe. Was denn jetzt? Weißt du, was für Krankheiten die übertragen? Das mit Ignifer machen, das ist, ich meine, nicht mit Ignifer, das hieß, das war ein anderes. Igni war die. Zerstöre die Rattennesten mit Hilfe von Zeichen oder Bomben, eins von zwei. Ah, okay. Ja, schön, widerlich. So eine starke Frau hat Angst vor Ratten. Und wir... Was? Ja, jetzt lass mich doch... Das ist... Was? Nicht die Ratten hier, das... Was tun wir hier? Ich komme hier in die Treppe nicht hoch. Kann das denn sein hier? Ja, danke schön. Hast du es meine Fresse, Mädel. Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Komm klar. Na schön, ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleportmagie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie drei Steuermänner und einen Papagei haben, das riskiere ich nicht nochmal. Gehen wir. Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung, aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Ich muss herausfinden, was die wilde Jagd hier macht. Aber wir sind gekommen, um den Elfenmagier zu finden, nicht um gegen die Jagd zu kämpfen. Wenn die Jagd ihn zuerst erreicht, können wir nicht mehr mit ihm reden. Außerdem... Sprich doch weiter. Moment. Du hast ein besonderes Interesse an der Jagd. Geht es um Ciri? Da ist was, was du mir nicht gesagt hast, oder? Komm mit mir, dann mache ich's vielleicht. Bist du immer so? Allmählich tun Triss und Yen mir leid. Na gut, lass uns gehen. Vella Glan! Erkunde die Elfenruine und suche nach Informationen über den Magier. Okay. Endlich. Will nicht mehr weiter Ratten bekämpfen. Okay, was haben wir hier? Das ist der... Das ist der Elf. Was war das? Eine Illusion? Nein, eine morphotische Projektion. Ja. Die Nachricht war eindeutig für Ciri. Tochter der Möwe. Lara Dorrens Erwin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Ciraim genannt hat. Schwalbe. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich. Und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los.
Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. Folgen wir den Schwalben. Erkunde die Ruine und folge den Schwalben-Symbolen. Aha, ein kleines Rätsel. Alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Ein Pilzer. Wie lange das her sein mag. Vorsicht, dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorchel auch so erkannt. Gaswolken in Sumpfgebieten sind giftig, sehr vorsichtig. Temporäre Effekte. Wie ganz temporäre? Okay. Ja, ich wollte ja nicht. Das ist... okay. Vesemir hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen Pilzen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hat. Ganz schlechter Einfall. Und dann... Und Wunden heilen bei jungen Hexern im Hand. Kommt weiter. Erscheinung. Wir sind gleich tot. Und ich irgendwas zu essen? Na toll. Sind welche Woran jetzt gestorben? Woran genau sind wir gerade verreckt? Am Tümpel? Ja, ohne Essen ist das halt schwierig. Kannst du halt auch nicht regenerieren. Dann ist das halt dumm gelaufen. Angriff von hinten bewirken mehr Schaden. Ja, klar. Da kam wahrscheinlich gerade einer von hinten. Genossen. Ah, ja. Ein alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Vorsicht, dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Einem Gift sind wir wahrscheinlich gestorben. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorchel auch so erkannt. Vesemir hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen Pilzen einfach von hinten kommen. Tja, hat's überlebt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern im Hand. Komm weiter. Oh, scheiße. Im Gift reingeraten. Verdammt. Ich gebe mir mein Bestes. Das kann ja nichts werden. Da müssen wir lang. Du bist tot. Vielleicht sollten wir mal ein paar von den Pilzen essen, falls das geht. Bezweifle, dass es wirklich gehen, aber wir rennen wir einfach durch, würde ich sagen. Bevor wir uns ewig aufhalten. Ich meine, wir müssen ja eh durch. Wir werden schon Weg finden. Wir versuchen es mal mit dem Igni-Zeichen. Diese Ladezeiten, die sind echt enorm. Igni auswählen. Ein alter Elfen? Natürlich können wir das nicht. Bomben haben wir auch noch keine gekauft bekommen. Ein bisschen Zwergenschnaps oder so. Und meine ganzen Pilze. Kann man natürlich alles nicht essen. Ist natürlich schlecht. Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Was bringen uns nochmal die Tränke?
Vergiftung. Können wir dann wahrscheinlich werfen mit Tee. Versuch's mal mit. Oh, Scheiße! Von hinten. Wesemir hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen Pilzen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hat. Einfach durch, hier nicht zu lange aufhalten. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Durch hier. Wir müssen die Schwelm-Symbole hier herausfinden. Die Viecher sind zu stark. Ich halte das nicht aus. Dass die Bastarde auch einmal von hinten kommen. Und der Schwelm-Symbole hier. Ich gehe noch drauf. Eine Schwalbe. Wir sind offenbar richtig. Und wo ist deine Schwalbe? Ach, hier lang. Ja gut. Das Gift wirkt auch in real life. So ungefähr. Pilz kann man leider nicht essen. Hier geht's weiter. Check the points. Schau, sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Sorry. Kälbchen? Meint er das Seeungeheuer? Nein, Ciri hat ihre Stute so genannt. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Vella Glan! Dann suchen wir mal. Wo gehst du lang? Sagen hier lang oder so. Aber hier geht's nicht lang. Und da eventuell. Ein Jagdhund. Ich sehe keine Verbindung zu Kälbchen. Autsch. Was war das jetzt? Was sollte der denn? Der Mist denn? Ich hab nicht Q gedrückt und mich selbst dabei getötet oder was. Was ist gerade passiert? Falsches Symbol ausgewählt und schubs. Tot oder was? Oder bringt das einfach nur Schaden oder so? Seltsam hier. Diese Quest ist seltsam. Na komm, Ladeball kann. Schau, hier sind wir. Die andere Säule mit der Projektion. Habe ich irgendwas, was wir futtern können? Verzehrbares, nee, aber absolut nicht. Das ist mies. Kelpi? Ja. Nein, Ciri. Das hatten wir. Ich dachte, du hättest es eilig. Vella Glan!
Okay. Ich frage mich, was das auf jeden Fall. Sie sehen aus, als wären sie hastig mit Kreide hingekritzelt. Ein Jagdhund. Ich sehe keine Verbindung zu Kelpie. Ah, verdammt! Ich wusste es und wollte trotzdem wegrennen. Der Stein, der macht irgendwas. Da muss ich weg. Ich muss wegrennen. Da explodiert irgendwie der Stein oder so. Mist, dürfen wir den nicht anwählen? Oder was ist jetzt... Was ist die Aktion? Das Tankvorrat auffüllen, indem du meditierst. Ja, das stimmt. Das können wir auch mal machen. Wir sollten mal meditieren. Und dann vielleicht wieder mal... Und dann vielleicht ein bisschen Heilung. Das können was bringen. Falls wir hier können. Das kann er ja auch nicht überall. Ist nicht vom Game. Nee, auch schön. Schau. Sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Immer meditieren. Okay. Ah, jetzt sind wir wieder geheilt. Sehr schön. So, ich sollte mal Charakter. Tutorial, Meditation. Ah ja, hier. Null Punkte haben wir. Okay. Wenn es uns nicht instant kills, dann. Kelp? Nein. Tier. Sollten wir den Schaden jetzt aushalten. Vella Glar! Hier vielleicht irgendwo eine andere Statue. Sie rennt ja auch zielstrebig hier hin. Nicht eine Schwalbe. Pilze. Nochmal Pilze. Jetzt hilft der Exorzist ein bisschen weiter. Damit können wir interagieren. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht wieder. Ein Jagdhund. Ich sehe keine Verbindung zu Kelpie. Musst du alles anfassen? Okay, diesmal habe ich überlebt. Ist alles in Ordnung? Kann man so sagen. Können wir gleich mal wieder meditieren? Ich habe das Gefühl, dass es hier... Aha. Meditation. Und bis zum Abend. Wird vielleicht helfen. Ja, sehr schön. Wir haben uns ja wohl hoffentlich nicht verirrt. Sire. Nikon de Soles Area. Einzelne Kelpie. Kelpie finden. Hier unten vielleicht eins von den Statuen. Wird aber da nicht sofort runterspringen. Das wäre ein bisschen. Wir haben doch Fackeln im Inventar. Und damit vielleicht irgendwie.
Wie kann man die denn einsetzen? Da unten irgendwas. Ich meine, wir kommen hier nie wieder hoch, aber... Ah, hier. Ein Pferdebild. Das muss ein Hinweis für Ciri sein. Okay. Ich bin weggeschwungen, weil es vielleicht... Okay. Ah, da können wir runtertauchen. Oh, ein Schwert. Und nun hier lang. Kelp hier. Noch ein Pferd. Fast genauso wie das letzte. Mal sehen, was jetzt passiert. Geralt, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es hat funktioniert. Komm wieder her. Ein Papier zu sammeln. Was ist passiert? Okay, kommen wir wieder zurück. Ah, sehr schön. Sie gehen auf. Gehen wir. Die Tür öffnet sich. Wenigstens weiß ich jetzt, was meine Teleportation gestört hat. Dieses Portal hier. Und ich weiß jetzt, warum ich in diesem ertrunkenen Nest gelandet bin. Du solltest froh sein, dass du in einem Stück wieder rausgekommen bist. Und da fragen sich die Leute, warum ich Teleporte hasse. Geralt! Ja, nun. Pflicht irgendwie. Kommst du? Wohin? Geralt! Ich glaube, hier handelt es sich um einen Bug oder. Ich glaube, das ist eine Schwalbe. Oha! Doch, kein Bug. Vella Glan! Es ist ja so still geworden. Ist das schlimm? Ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Ein Golem, also ich glaube, ich mache hier am Portal erstmal eine kurze Streampause. Viertelstunde Streampause, 10 Minuten, Viertelstunde. Würde ich sagen. Bis gleich. Dann kämpfen wir wahrscheinlich gegen den Golem. Also...